Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben uns in den letzten Videos mit Stack und Heap beschäftigt und wie diese eben dynamisch verändert werden, je nachdem, in welcher Methode wir jeweils sind. Und wie Sie sich erinnern können, am Anfang des ersten Videos zu diesem Thema haben wir eben dieses Schaubild am Ende der Funktion gehabt. Wir hatten eben eine Person und einen Point und das war eben der Code dazu. Dann können wir uns hier nochmal anschauen und wir nehmen jetzt einfach an, wir werden jetzt hier am Ende der Methode rangelangt. Und die Frage ist jetzt, wie kommen eigentlich jetzt diese Objekte aus dem Heap wieder raus? Irgendwann müssen sie ja auch mal deallokiert werden, sonst spricht man ja vom sogenannten Memory Leak. Das heißt, wir haben allokierten Speicher, der eigentlich nicht mehr gebraucht wird. Und dadurch steht den Prozessen, die neuen Speicher in Anspruch nehmen wollen, eben weniger Platz zur Verfügung. Und der Punkt ist, diese Objekte, diese dynamisch allokierten Objekte, müssen wir nicht selber wieder freigeben, so wie das in C mit den Funktionen malloc und free der Fall war, sondern es gibt eben in der Common Language Runtime, und das ist einer der größten Benefits auch und zugleich aber auch nicht, also der Fluch sozusagen, der dann auf einen lastet, den sogenannten Garbage Collector, der jetzt eben zuständig ist, um diese Objekte aus dem Heap zu entfernen. Und wir schauen uns direkt einfach mal an, wie er das dann macht. Er hat nämlich drei Phasen, wenn er läuft, und die schauen wir uns jetzt direkt mal an. Wir beginnen eben mit der Mark-Phase, also die drei Phasen heißen Mark, Sweep und Compact, und wir haben jetzt hier eben diese Punkte hier. Die Mark-Phase schaut so aus, ich zeige es direkt am Beispiel, dass wir sogenannte GC-Roots bilden. Und GC-Roots sind beispielsweise Variablen, die hier im Stack noch vorhanden sind. Die werden eben als GC-Root markiert. Und von diesen GC-Roots aus geht jetzt der Garbage Collector so vor, dass er dann eben in den Heap reinschaut auf das entsprechende Objekt und hier sein Kreuzchen hinmacht. Kann ich das irgendwie geschickt darstellen? Moment, ich schau mal, dass ich hier ein vielleicht ein Cancel-Zeichen. Das schaut ganz gut aus. Und wir machen das mal ein bisschen größer und vielleicht in einer anderen Farbe. Also es soll jetzt hier nicht Delete oder Cancel heißen, sondern es soll dieses Objekt als besucht markieren. Vielleicht mache ich es noch ein bisschen kleiner. Auf jeden Fall von diesem GC Root, also eine Wurzel sozusagen, geht eben der Garbage Collector los, kommt beim Objekt Person vorbei, macht hier eine Markierung hin und versucht dann eben von allen Feldern, die dieses Objekt hat, andere Objekte zu erreichen. Also wir haben hier zum Beispiel den Fall, dass wir eben hier bei String Walter ankommen. Auch das ist vollkommen okay. Und hier kommen wir eben dann noch beim String White an, über dieses Nachnamefeld. Und wenn der Garbage Collector eben dort angekommen ist, dann hat er diese drei Objekte markiert und kommt in diesem Fall aber nicht mehr weiter. Also das Vorgehen ist wirklich, okay, ich bin jetzt bei Person, wo komme ich denn dahin? Zum String Walter, okay, von wo komme ich denn dahin? Nirgendwo hin. Gehe ich eben wieder zurück und mache bei Person weiter, gehe dann eben zu White, auch mach hier ebenfalls mein Kreuzchen und dann gehe ich wieder zurück, weil ich von hier aus nicht mehr weiterkomme und unser Mini-Garbage-Collector-Lauf, den wir jetzt eben uns angesehen haben, der wäre damit beendet. So. Was jetzt passiert, ist Phase 2, der Garbage-Collector sorgt jetzt in der Phase 2 dafür,
dass alle Objekte, die er in der Mark-Phase nicht markiert hat, automatisch aus dem Heap deallokiert werden. Das heißt, dieses geboxte Objekt aus einem vorherigen Console-Writeline-Aufruf mit dem Point, das wird entfernt. Und genauso wird dieser String hier entfernt. Er hat sozusagen, den Heap kann man sich ähnlich wie eine Collection vorstellen aus Objekten, die eben in ihm enthalten sind. Und der Garbage Collector deallokiert dann automatisch den Speicher für die Objekte, die er nicht mehr über sogenannte GC-Routes erreichen konnte. Was heißt das letztendlich salopp ausgedrückt? Es gibt keine anderen Stellen mehr im Code, die diese Objekte referenzieren. Und deswegen können sie eben sicher aus dem Speicher entnommen werden und dieser Speicherbereich, den sie dann eingenommen haben, sind dann eben wieder frei. Ich nehme diese Sachen trotzdem nochmal kurz hinzu und ordne diese Sachen komplett etwas anders an. So. Und wir haben natürlich hier den Fall, dass dieses Objekt hier markiert ist, die anderen nicht. Also wir nehmen jetzt mal an, dass die Speichersituation so ausgesehen hat und in der Sweep-Phase wurden diese beiden Objekte jetzt weggenommen. Das heißt, wir haben hier jetzt eine Lücke zwischen diesem String und diesem String. Und das ist, was eben behoben wird in der dritten Phase, das ist die sogenannte Compact-Phase, bei der jetzt eben freie Speicherbereiche, die zwischen existierenden Objekten sozusagen existieren, oder ja, weit schlecht ausgedrückt, freie Speicherbereiche, die zwischen existierenden Objekten liegen, vielleicht sollte ich das so ausdrücken, diese werden jetzt eben weggenommen. Inwiefern? Indem man einfach die Objekte zusammenschiebt. Und das drückt eben die Compact-Phase aus. Das heißt, die Speicherlöcher, wie man hier auch lesen kann, die hier entstanden sind, werden hier eben behoben. Warum wird das gemacht? Damit die nächste freie Speicherstelle einfach hier ist. Ja? Für das nächste Objekt, das allokiert werden kann, weiß die Runtime sozusagen sofort, ich markiere das jetzt mal hier in diesem durchsichtig, das ist jetzt echt schlecht, ich mache es mal so. Das hier ist eben die nächste freie Speicherstelle und wenn der nächste New-Aufruf kommt, dann muss man einfach bloß jetzt hier die anhand dieser Speicherstelle eben entsprechend der Klasse, die instanziert werden soll, genauso viel Speicher allokieren, wie für die Klasse gebraucht wird. Und dann verschiebt man eben den Zeiger auf den nächsten freien Speicher wieder um ein Stück. Also wenn hypothetisch jetzt dieses Objekt hier eben erstellt wurde, dann zeigt der nächste freie Speicher einfach hier drauf. Und dadurch ist das Speicherallokieren in der CLR ziemlich schnell. So, wir kommen jetzt aber nochmal zu ein paar Details. Was ist denn jetzt in der Mark-Phase eigentlich genau ein GC-Root? Variablen und Parameter, die noch auf dem Stack liegen und noch nicht deallokiert sind und eben in Objekte auf dem Heap referenzieren. Ne? Also Variablen und Parameter, die Referenztypen letztendlich nutzen. Das sind immer GC-Roots. Statische Felder, die Referenztypen nutzen, sind auch immer GC-Roots. Dazu komme ich gleich nochmal. Dann haben wir eben Objekte, die an eine native COM-Plus-Library übergeben wurden. Das ist für uns nicht wichtig. Das ist sozusagen Interop zwischen C-Sharp und C++. Ist aber für unseren Lehrstoff jetzt erstmal nicht interessant, aber Sie können es zumindest mal im Hinterkopf behalten, wenn Sie in Ihrem Arbeitsleben eben mal COM-Plus-Libraries anbinden wollen. Und wichtig ist auch, wenn ein Objekt einen Destruktor besitzt. Ich habe ja im Fall der Destruktoren schon eindeutig gesagt, bitte schreiben Sie keinen Destruktor, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun. Und genau das können wir uns auch noch mal kurz anschauen.
wir gehen nochmal hier in diese Situation von vorher. Nehmen wir mal an, dass dieses Objekt String hier jetzt einen Destruktor hätte. Dieses Objekt hier unten würde vom Garbage Collector sofort Digger allokiert und der Platz wird frei. Dieses allerdings nicht. Warum? Beim jetzigen Garbage Collector Lauf wird eben erst der Destruktor ausgeführt, komplett, und dann bleibt dieses Objekt im Speicher. Erst wenn der Garbage Collector wieder das nächste Mal läuft, sieht er dann eben, okay, von diesem Objekt, das einen Destruktor hat, den habe ich im letzten Lauf aufgerufen, jetzt kann ich es sicher entfernen. Und wenn eben sehr viele Objekte einen Destruktor eben haben, dann ist das letztendlich mehr Arbeit für den Garbage Collector und deswegen sollte man das auch hauptsächlich wieder aus Performance-Gründen vermeiden. Der Fachbegriff dazu ist eben der sogenannte Garbage Collector Pressure, GC Pressure auch einfach meistens abgekürzt. Es ist eben, Destruktoren üben durch das entsprechende Verhalten, das sie beim Garbage Collector auslösen, eben sogenannten Druck auf ihn aus und dadurch wird die Performance schlechter. Ich weiß nicht, ob es eine gute Analogie ist oder nicht, aber im Üblichen wird das so bezeichnet. Dann kommen wir gleich zum nächsten. Wann läuft denn dieser Garbage Collector überhaupt? Das ist nämlich eins der wichtigsten Punkte, die man als Entwickler in einer Managed Programming Language eben beachten muss. Der Garbage Collector wird nämlich von der CLR angestoßen. Und für uns als Programmierer ist das irgendwie nicht deterministisch. Wir können nicht sagen, zu welchen Zeitpunkten genau die CLR eben den Garbage Collector ausführt. Und dann werden Sie sich erstmal fragen, ja, und ist mir doch egal, wann der läuft. Eben nicht, weil der Garbage Collector auf einem eigenen Thread läuft. Und alle anderen Threads, die sozusagen unseren Code eigentlich ausführen, die werden währenddessen angehalten. Also man kann sich das wirklich so vorstellen, dass wenn wir hier eben mehrere Stränge nebeneinander ausgeführt haben, das sind unsere beiden Threads, die wir beispielsweise einsetzen, um unseren Code auszuführen. Und wir haben hier eben, ich mache den mal etwas größer und schreibe auch hier mal hin, das ist der GC-Thread. Und wir sind jetzt hier munter gerade beim Ausführen, beispielsweise hier an dieser Stelle, und im anderen Thread sind wir in der Funktion, in der wir gerade vorhanden sind, an dieser Stelle hier unten. Und sobald jetzt die CLR eben sagt, dass der Garbage Collector eben laufen soll, oder ich drücke es mal besser aus mit Collect, weil das ist auch die, so heißt die Methode auf dem Garbage Collector. Was dann eben passiert, ist, dass hier tatsächlich unterbrochen wird. Also ich hoffe, ich kann es jetzt einigermaßen sagen. Also hier gibt es eben dann die Nachricht an die Threads, ihr legt euch jetzt schlafen, ihr macht jetzt nicht mit eurer Ausführung weiter. Und stattdessen wird eben hier dann eine Methode auf dem GC-Thread ausgeführt, wo eben sämtliche Elemente, die im Heap deallokiert werden können, gesucht werden, deallokiert werden und dann eben in der Compact-Phase wird nochmal alle Objekte, die noch übrig bleiben, zusammengeschoben, damit der nächste freie Speicherplatz da frei ist. Und das ist wirklich ein Problem. Dadurch ist nämlich die Common Language Runtime nicht echtzeitfähig. Einfaches Beispiel. Nehmen wir mal an, Sie möchten tatsächlich C-Sharp einsetzen, um beispielsweise einen Airbag zu zünden. Wenn ich mich recht entsinne, sind für Airbags die Zeiten so, dass er nicht zu schnell aufgehen darf, weil sonst das Kissen schon vollkommen aufgeblasen ist und wieder sich entleert, während der Kopf noch gar nicht beim Kissen angekommen ist. Gleichzeitig darf aber auch dieser Airbag nicht zu spät aufgeblasen werden, weil ja sonst der Kopf direkt mal ins Lenkrad fliegt. Also logisch. Also ich glaube, ein Airbag sollte so zwischen 12 und 20 Millisekunden brauchen. Also der gängige Wert ist so 15 Millisekunden.
die der Airbag Zeit hat, um eben aufzugehen. So, und dann sagen wir jetzt eben, okay, wir haben festgestellt, unser Auto hat irgendwas nicht so gut touchiert und wir sind jetzt der Überzeugung, laut unserer Sensoren, dass wir einen Airbag auslösen sollten oder die Airbags. Und dann sagen wir Bescheid auf unseren Threads, hey, Airbags auslösen, bitte. Und bevor diese Nachricht aber komplett bei den entsprechenden Komponenten ankommt, das kann sich ja über mehrere Funktionsaufrufe hinwegziehen, kommt jetzt hier dieser Garbage Collector plötzlich dazwischen und sagt, Moment, bitte alles anhalten, ich muss jetzt erstmal gucken, ob ich auf dem Heap Sachen deallokieren kann. Und das ist nicht gut. Warum? Der Garbage Collector, wir wissen nicht wirklich, wie lange er läuft. Also wir können es ungefähr abschätzen anhand der Objekte, die sozusagen auf dem Heap zu einem gewissen Zeitpunkt existieren. Aber trotzdem ist es für uns nicht leicht vorauszusagen, wie lange braucht er denn, bis mein Thread dann wieder aktiviert wird. Ja? Wann ist der Garbage Collector denn fertig? Und je nachdem, wie viele Objekte Sie im Heap haben, desto länger braucht der Garbage Collector. Weil er muss ja alle versuchen zu besuchen, dann muss er alle rausnehmen, die er nicht besuchen konnte, und dann wird nochmal der Speicher zusammengeschoben, damit wir den nächsten freien Speicherbereich gleich haben. Und das ist eben quasi das Tödliche für die Echtzeit, für die harte Echtzeitfähigkeit, sagen wir es mal so, für die CLR. Das muss man einfach mal sich klar gemacht haben, dass das eben in der Common Language Runtime kein gängiges Szenario ist, das man versuchen sollte umzusetzen. Wie gesagt, der Garbage Collector wird eben zu nicht deterministischen Zeitpunkten gestartet, alle Threads werden angehalten und erst wenn der Garbage Collector fertig ist mit seinem Durchlauf, dann wird eben werden die restlichen Threads wieder zur Ausführung bewogen. Und das ist eigentlich auch der Punkt, also es gibt Vergleiche zwischen C++ und C#, die ungefähr die Aussage haben, dass C# ca. 20% langsamer ist im Vergleich zu C++. Ich habe mir diese Berichte leider nicht genau angeschaut und ich nehme mal auch an, dass eben diese Performance-Unterschiede auch sehr stark vom Kontext abhängig sind, was wir denn eigentlich gerade in unserem Code machen. Der wichtige Punkt ist aber, wenn Sie einen C++ oder einen C-Menschen sagen hören, C# ist so langsam, immer diese ganzen Objekte im Speicher und so weiter. Es ist zwar richtig, dass in C und C++ der Stack als vorrangiges Medium beim eben eingesetzt wird, um Objekte sozusagen einzusetzen, deren Funktionalität abzurufen, aber das wird nicht der Punkt sein, warum die CLR so langsam ist. Der wichtige Punkt ist einfach, wenn der Garbage Collector läuft, steht der Rest vom Code. Das ist der wesentliche Punkt, warum wahrscheinlich diese die CLR langsamer ist als nativer Maschinencode, den wir mit C und C++ erzeugen. Genaue Messungen dazu habe ich aber auch leider noch nie gefunden. Wie gesagt, die gängige Meinung, die man in Foren liest, ist, dass C# ca. 20% langsamer ist als C++. Es wäre aber mal wirklich eine interessante Studie, dass man hier verschiedene Szenarien aufsetzt und dann mal tatsächlich die Leistungsunterschiede über mehrere Computer hinweg überprüft, wie denn wirklich der Unterschied ist. Also was ich mir vorstellen kann, wenn der Garbage Collector nicht viel zu tun hat, weil wir nämlich beispielsweise sehr viele Value Types einsetzen, dann kann ich mir vorstellen, dass der Performance-Unterschied deutlich geringer ausfällt. Aber das wäre eben mal eine interessante Sache, das zu untersuchen. Dann möchte ich noch zu einem
Punkt kommen, den wir noch gar nicht in unserer Speicherbetrachtung angesehen haben, und das sind eben statische Felder. Wenn wir jetzt in unserer Programmklasse mal ein statisches Feld machen, ich mache hier jetzt wirklich mal eine Person rein und ich nenne dieses Feld auch statische Person und ich initialisiere es auch gleich direkt mit mir beispielsweise. Das ist das Letzte, auf was ich noch kommen möchte, ist, statische Felder liegen immer im Heap. Na, also im Prinzip hätten wir jetzt hier, wenn ich das mal so ein bisschen anzeichnen möchte, ich nehme mal hier sowas, mache es ein bisschen kleiner und schiebe es auch noch ein bisschen runter. So. Wenn hier wieder einheitlich sind. Das wäre jetzt hier sozusagen so ein statisches Feld. Das wäre eben program.underscore-statische-Person vom Typ Person. Und das ist natürlich dann wiederum ein, dass ein Referenztyp ist, eben mit einer Referenz behaftet. Diese Sachen liegen immer im Heap, wie gesagt. Also nicht wie Variablen und Parameter hier direkt im Stack. Sie sind auch keinem Objekt zugeordnet, denn statische Felder sind, so, davon gibt es ja nur jeweils eins, also pro Klasse eben genau eins. Und ja, wenn wir uns hier jetzt geschickterweise irgendwie ein Objekt kopieren können, dann würde jetzt eben diese Referenz letztendlich auf dieses Objekt zeigen. Ich mache jetzt die Strings dafür eben nicht dazu. Der wichtige Punkt ist, diese Teile sind GC-Roots. Das heißt, wenn ich diese Objekte, die hinter diesen statischen Feldern referenziert sind, eben auch deallokieren möchte oder vom Garbage Collector deallokiert bekommen haben möchte, dann muss ich dafür sorgen, dass diese Verbindung hier gekappt wird. Also nehmen wir mal an, ich möchte, ich habe hier andeutungsweise in diesem Code, hier benutze ich statische Person. Und irgendwann kommt dann der Punkt, hier brauche ich statische Person nicht mehr. Der Punkt ist ja bei allen anderen Sachen, wenn die Methode vorbei ist, wo wir eben ein Objekt direkt referenzieren, dann wird ja hier auf dem Stack die entsprechenden Variablen oder Parameter wieder abgeräumt. Dadurch gehen die Referenzen auf die Objekte weg und wir können dann diese Objekte einfach deallokieren. Das ist bei statischen Sachen nicht der Fall, weil statische Elemente sind ja aus jedem beliebigen Funktionskontext zugänglich. Ich muss ja überall irgendwie bloß Person. Program.statische Person. Ich hoffe, ich habe das hier auch richtig geschrieben. Ja. Und was weiß ich, hier möchte ich bloß beispielhaft das mal auf der Konsole ausgeben. Ja, diese sind ja aus beliebigen Funktionskontexten eben zugänglich und dadurch kann natürlich auch hier keine automatische Speicherverwaltung bei Stack und Heap vorkommen. Und wenn wir eben das nicht mehr haben wollen, komme ich jetzt endlich mal zum Punkt, müssen wir eben diese statische Person auf Null setzen. Das sorgt eben dafür, dass tatsächlich diese Verbindung hier gekappt wird und jetzt der Garbage Collector wieder den Zugang dazu hat, dass hier eben kein Kreuz hingesetzt wird und dieses Objekt, was dahinter liegt, deallokiert wird. Das ist häufig ein Problem beim Garbage Collector oder ein Memory-Problem bei Managed Programming Languages, dass eben statische Felder noch irgendwelche Objekte referenzieren, die gar nicht mehr gebraucht werden, sondern die eigentlich schon längst weg sein könnten, aber wenn wir diese Sache hier nicht wieder auf Null setzen und damit diese Referenz kappen, dann wird der Garbage Collector die entsprechenden dahinterliegenden Objekte nicht mehr
nicht freigeben können. Warum? Weil statische Felder immer GC-Roots sind. In diesem Fall von Person ist es nicht so schlimm. Aber stellen Sie sich mal vor, wir hätten hier ein Dictionary oder eine List of Person. Und dann nehmen wir uns jetzt mal spaßeshalber vor, dass diese statische Liste eben tausende Objekte referenziert. Kann ja sein, ich kann ja beliebig viele Objekte in eine Liste reinpacken. Und das wird hier tatsächlich dann zum Problem, weil diese tausend Objekte im Heap liegen, aber die werden nicht weggenommen vom Garbage Collector. Also das ist so eine Stelle, die muss man eben mit im Kopf haben, dass man statische Felder auf Null setzt, wenn sie eben nicht mehr benötigt werden. Und das ist auch schwierig zu sagen, brauche ich in meiner jetzigen Methode und auch in allen anderen nicht mehr diese Liste. Und deswegen auch der Hinweis hier, statische Sachen bitte vermeiden. Statische Klassen sind schon nicht gut, weil sie keine Polymorphie ermöglichen, weil mit ihm eben keine Vererbung möglich ist, über Interfaces implementieren oder virtuelle oder abstrakte Methoden überschreiben. Und statische Felder sind hier in diesem Fall auch gefährlich, weil wir eben vergessen könnten, dass die entsprechende Referenz auf Null zu setzen. Und damit könnte hier ein ganzer Rattenschwanz an Objekten im Heap bleiben, die wir eigentlich nicht mehr bräuchten, und die nehmen uns Memory weg. Gut, dann war es das zum Thema Garbage Collector. Sie können für Testzwecke den Garbage Collector auch selber aufrufen, machen Sie das aber niemals in Ihrem Produktivcode. Der Garbage Collector ist von vielen klugen Köpfen ein hochoptimiertes System, das von vielen klugen Köpfen entwickelt wurde. Und wenn Sie nicht wirklich genau wissen, was Sie tun, werden Sie dadurch die Performance des Garbage Collectors einschränken. Warum? Das werden wir uns im nächsten Video genauer anschauen, denn die Wirklichkeit, wie ich sie in den letzten Videos gezeichnet habe, die ist leider nicht so wie hier dargestellt. Es ist noch komplizierter, aber ich hoffe, Sie haben zumindest jetzt in etwa ein Gefühl dafür bekommen, was Ihr Code im Speicher auslöst, wenn Sie Objekte erstellen, wenn Sie die per Call-by-Value, per Call-by-Reference übergeben. Und wann eben diese dynamisch erzeugten Objekte beispielsweise deallokiert werden durch den Garbage Collector und dass wir auf dem Stack eben durch das Austreten von Methoden oder den Rücksprung zu Aufrufmethoden eben den entsprechenden Speicherbereich automatisch deallokieren. Das war eigentlich das Wichtigste, dass Sie dafür ein Gefühl bekommen. Warum? Wenn Sie mittelgroße bis sehr große Software schreiben, werden Sie irgendwann mal in Speicherprobleme laufen. Und dann müssen Sie eben diese analytischen Fähigkeiten haben, um zu analysieren, okay, was ist denn jetzt eigentlich gerade in meinem Speicher und wo könnte das Problem liegen, dass ich hier eben bestimmte Objekte nicht weggenommen werden. Und dafür müssen Sie einfach ein Gefühl entwickeln, meines Erachtens. Das werden Sie im Arbeitsalltag sehr stark brauchen. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, was den Abschluss der Garbage Collection eben repräsentiert. Bis dann.